Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei unserer zweiten Reportage bei Rauchlandmaschinen. Und das Thema heißt diesmal kurz und knapp, nachhaltig und effizient. Und dazu werde ich jetzt gleich das Gespräch suchen mit einem, der genau weiß, was sich hinter diesen beiden Begriffen verbirgt. Es ist Norbert Rauch, einer der Geschäftsführer des traditionsreichen Familienunternehmens. Lassen Sie mich ein Wort zur Nachhaltigkeit sagen. Das Konzept der Nachhaltigkeit besagt nämlich, dass man nur so viele Bäume fällen kann, zum Beispiel fällen soll, wie man auch angepflanzt hat. Der Wald also somit nicht verschwindet auf dieser Reise. Eine nicht nachhaltige Wirtschaftsweise ist also, wenn wir zum Beispiel die fossilen Energieträger Öl und Gas derart intensiv verbrauchen, dass wir bald keine mehr haben werden. Wir müssen also alle Rohstoffe schonen und sie alle, auch zum Beispiel die Metalle, derart nutzen, dass wir sie erneuern können. Habe ich 6 Stichworte für Sie, Norbert Rauch, zum Thema nachhaltig und effizient. Und die ersten 2 Stichworte heißen Biogasanlage und Blockheizkraftwerk. Wunderbar. In unserem neuen Werk benötigen wir aufgrund einer hohen Wärmedämmung und der Nutzung der Abwärme unseres Pulverbeschichtungsofens nur wenig Wärmeenergie. Das ist unser Beitrag zur Schonung. Mit unserem Blockheizkraftwerk, das von einer Biogasanlage versorgt wird, produzieren wir rund 250 Kilowatt Strom für unsere Vorbehandlungsanlage, nutzen dann auch die Wärme von rund 250 Kilowatt Strom. Kilowatt, das heißt, ist unser Beitrag zur erneuerbaren Energie. Das dritte Stichwort lautet Laserschneidanlage. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt für die Rohstoffschonung, weil zum Beispiel bei unseren Blechtafeln, die wir zur Fertigung unserer Behälter benötigen, wollen wir auch sehr effizient mit dem Rohstoff Blech umgehen. Und das realisieren wir mit unserer Laserschneidanlage. Davor muss aber zuerst eine intelligente 3D-Computerkonstruktion die Blechteile erstellen, dass sie dann auf diesen Laserschneidanlagen eng geschachtelt und mit geringstem Verschnitt daraus die Blechtafeln herausgeschnitten werden können. Und das vierte Stichwort lautet Abkanttechnik. Ja, die kommt dann danach. Das ist dann die Kanttechnik, mit der die Blechteile raffiniert umgeformt werden können. Und unsere Ingenieure haben das Ziel, energieintensive Schweißprozesse auf ein Minimum dadurch zu reduzieren. Fünftes Stichwort, Pulverbeschichtung. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt für unsere Produkte, weil Sie wissen, unsere Düngerstreuer und Winterdienststreuer sind hohen korrosiven Belastungen ausgesetzt. Deshalb ist ein sehr haltbarer Oberflächenschutz außerordentlich wichtig. Zunächst werden die Teile in einer Kugelstrahlanlage mit kleinen Kugeln beschossen und in einer darauffolgenden 7-stufigen Vorbehandlungsanlage perfekt gereinigt. Anschließend führen wir die Baugruppe vollautomatisch einer Pulverbeschichtungsanlage zu, die diesen hervorragenden Oberflächenschutz unserer Maschinen ermöglicht. Und das sechste und letzte Stichwort lautet Rohstoffe. Ja, diesen ganzen Aufwand zur umweltschonenden Oberflächenbeschichtung unserer Maschinen treiben wir mit dem Ziel, damit unsere Kunden unsere Maschinen sehr lange nutzen können. Doch wir sind bereits schon weiter. Aufgrund des modularen Aufbaus unserer Maschinen erreichen wir eine einfache Reparierbarkeit und eine Nach- und Aufrüstbarkeit unserer Maschinen. Wir können also zum Beispiel bei einem Axis-Zweischeibendüngerstreuer, den wir mit 1200 Liter Nutzvolumen, 15 Meter Arbeitsbreite, hydraulische Bedienung ausliefern, kann später je nach Bedarf der Landwirt den auf 3000 Liter Nutzvolumen auf 36 Meter und sogar mit einer elektronischen Bedienung aufrüsten. Und damit wird die Nutzdauer der wesentlichen Komponenten und natürlich auch der Wiederverkaufswert erhöht. Mit dem Modulkonzept wird auch die Recycelbarkeit vereinfacht. Wir ermöglichen also eine Kreislaufwirtschaft. Wir nutzen die Rohstoffe so, dass daraus nach der sinnvollen Nutzung der Maschine und ihrer präzisen Dosierung und Verteilung vom teuren Rohstoff Dünger wieder auf einfache Weise die eingebauten Rohstoffe zurückgewonnen werden und so wir von der Wiege zur Wiege die Rohstoffe sehen. Wir wollen also Verantwortung für die Zukunft übernehmen. Norbert Rauch, ich bedanke mich für das Gespräch. Sehr gerne. Nachhaltigkeit und Effizienz bei Rauchlandmaschinen. Liebe Zuschauer, unsere kleine Reportage ist jetzt zu Ende. Wenn bei Ihnen Fragen offen geblieben sind, dann freuen sich die Mitarbeiter von Rauchlandmaschinen auf Ihre Fragen. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.